Da geht es hier weiter hinter zu den Klamotten und was alles so gibt. Ne? Und hier rüber, da geht es nachher zum Obst-Gemüse-Bazar, da wollen wir hin. Ah, hier die ersten Stände, Pflaumen 12 Lira, Nektarinen 20 Lira. Und für die Leute, die jetzt hier sagen, hier, oh, einen Euro hätten sie es gern, hier einfach durch 10, ja, durch 10 teilen. Ne? Das sind alles Kilopreise, hier wird Stückpreise, das ist ein Sage. Und durch 10 teilen kann ja jeder. Ne? Das ist einfach der Wechselkurs. Mit Erdbeeren 10, 20 Lira Kilo, Kirschen 10 Kilo Lira, hier Pfirsich ist 15 Lira. Knoblauch, verschiedene Sorten, 10 Lira, 20 Lira, da geht es immer nach Bund. Ne? So, dann muss ich mal schauen, wo hier meine beste Hälfte ist. Ach, da drüben, habt ihr schon gesehen. Kartoffeln 2,50, 3 Größen, 3 Lira die große Zwiebeln. Da auch 3 Lira die große Zwiebeln. Lira die Erdbeeren, 10 Lira die Pflaumen. Bei den Melonen steht kein Preis dran, aber die sehen super aus. Paprika die rote 5 Lira, Gurken 6 Lira, Tomaten 4 Lira. Da diese hier schlanken Paprika hier 5 Lira. Oh, die Kirschen 30 Lira. Kirschen sind teurer geworden. Aprikosen 20 Lira. Ja, diese Stände mit den hier Eiern, Käse, Wurst, Öl und so finde ich immer super. Ja. Da ist noch einer, glaube ich. Ne? Hier diese die Salat, Gemüse, Stände. Aber keine Preise, keine Preise. Saka, Saka. Aber YouTube-Reklame. Reklame, gut, gut. Da Tomaten 2,50. Die kleinen Zitronen sehen noch nicht so doll aus, 4 Lira. Da die Paprika sind gut aus, 5 Lira, 4 Lira. Radieschen 3 Lira, Pfund. Salatkopf 4 Lira. Champignon 15 Lira. Das 2 Lira das Kilo. Die Wassermelone. Die Honigmelone. Die 6 Lira. Da konnte ich jetzt nicht erkennen, ob das Stück oder ob das hier ein Kilo ist. Die Tomaten 5 Lira. Bohnen 10 Lira. 7 Lira die Gurken. 7 Lira Paprika. 6 Lira Gurken. 10 Lira. Aprikosen. 10 Lira die Pflaumen, 6 Lira, 10 Lira Tomaten, Tomaten hier, Nektarinen 20 Lira. An Nektarinen sind auch ein bisschen teurer geworden. Also hier jetzt bei den Maiskolben, da gibt es verschiedene. Der gegrillt, gedämpft. Jetzt hier 8 Lira Weintrauben. Die gelben Kirschen hier 10 Lira. Da die Tomaten 5 Lira. Also dieser Stand scheint auch gut zu sein. Hier 5 Lira Paprika, 3 Lira Auberginen, Zucchini 5 Lira, die kleinen Grünen 5 Lira, Tomaten die kleinen 12 Lira, 7 Lira die Gurken, die Tomaten 6 Lira, 6 Lira die Gurken, Bohnen 7 Lira. Auch, na, die Preise wiederholen sich jetzt wieder. Da soll ich mal mehr Wert drauf legen, hier diese schönen Stände. Ne? Also meine beste Hälfte ist weg. Ah, hier die Zitronen, 10 Lira. Ne? Hier das Kilo, ne? Die sehen gut aus. Auch hier diese Stände sehen gut aus. Ne?
Super. Ah, 9 Lira, diese Tomaten sehen doch gut aus. Hier die grünen Bohnen 6 Lira, Zitronen 6 Lira, Gurken 5 Lira. Ah, da gibt es Orangen, hier ist vor der Car. Tatjana wollte auch noch Orangen haben. Und dann hier. Und da geht das hinten durch, bis zum ganzen Ende. Kirschen sehen gut aus. Also ist ein ganz schönes Treiben jetzt hier auch, ne? Also die Märkte werden immer gut angenommen. Die auch, bis der hinten hingeht zu her. Da Kirschen 30 Lira, 25 Lira. Hier geht es auch nochmal durch, hier klamottenmäßig so ein Laden, ist auch so ein Gang. Hier auch, das ist, läuft sich ewig. Ne? Ziemlich groß alles. Auch hier diese Frische mit den Kräutern hier, ne? Das ist immer super. Das liebe ich ja so richtig. Netzmelonen, ne? 4 Lira das Kilo. Wassermelone 2 Lira das Kilo. Also umgerechnet in Euro, ne? 20 Cent. 20 Cent das Kilo. Hier Knoblauch für 5 Lira, aber das ist auch so ein bisschen so auseinandergestückt ist. Aber die Zitronen 8 Lira, die sehen gut aus. Hier Weintrauben 12 Lira, Weintrauben 10 Lira, auch Weintrauben 10 Lira, die sehen gut aus. Finde ich schön, wie die mal versuchen, alles ein bisschen aufzubauen, dass es ansprechend ist. Ja. Auch so wie jetzt im Hintergrund dann noch die Schuhe. Ja. Ah, Erdbeeren 20 Lira das Kilo. Also 20 Lira, das sind das Kilo 2 Euro. Ne? Also hier die Honigmelone, ne? 10 Lira das Stück. Ne? Also ganz schwer tun mit Rechnen durch 10 teilen, oh, kaum auszurechnen. Also 1 Euro, ne, das Stück. So, Tomaten 8 Lira, 10 Lira. Maulbeeren gibt es hier auch. Da steht noch kein Preis dran. Und hier, der Stand sieht auch richtig gut aus. Auch schönes Zitronen. Ja, jetzt bin ich wieder fast beim Ende angelangt hier von diesem Gang. Wie gesagt, da hinten, wo ich dann jetzt rumgegangen bin, das war ja nur die Hälfte. Und diese Fülle. Also der Markt ist richtig groß, der ist wirklich super. Und hat wirklich alle möglichen Formen angeboten. Klasse. Auch hier die vielen verschiedenen Kirschsorten. Super. Ist das nicht schön, diese frischen Kartoffeln? Hier 3 Lira das Kilo. Ne? Also für die das umrechnen, 1 zu 10 schwerfällt. Ne? Also 3 Lira, das sind 30 Cent. 30 Cent das Kilo, diese schönen Kartoffeln. Hier die Bananen, hier 10 Lira das Kilo. Also Kilo, 1 Euro. Ich habe sie gefunden. Sie hat die Hände voll mit Tüten. Sie war schon fleißig einkaufen. Tatjana will ein paar Kirschen kaufen. Hier sind die Kirschen Kilo 12 Lira. Ja, Hauptsache sie halten auch eine Weile. Hoppa! 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 Bitte mir! Okay. Wenn man so das Treiben hier anguckt auf dem Markt, super! Ist das super schön hier! Die vielen Menschen!
Man merkt die Menschen wirklich an, die sehen, man sieht es ihnen an. Der Markt, Markteinkaufen ist immer ein Erlebnis, immer was für die Seele. Man tut etwas für sich. So, jetzt können wir noch ein bisschen Pflaumenmütze so noch haben. 10 Lira das Kilo. Alles Kilo. Wir sehen, gibt was. Hi Leute, so, das war's mal wieder mit dem kleinen hier Einkaufstummel auf dem Samstagsmarkt. Und falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einer auf die Glocke hauen. So, wie gehabt, jetzt mal hier zum Zusammenrechnen. 80 Lira hat Tatjana ausgegeben. So ein Kilo Weintrauben, über ein Kilo hier Kirschen. Wie viel genau? Es würden so 1,2, 1,3 Kilo sein. Ein bisschen über ein Kilo hier Orangen, halbes Kilo hier nicht mal hier diese grünen Dinge, da komme ich jetzt nicht auf den Namen, aber da hat sie ein Rezept gefunden, da will sie was machen. Dann ein halbes Kilo Zitronen, ein Kilo hier Pfirsiche, halbes Kilo hier diese Pflaumen und dann noch hier ein halbes Kilo diesen Weißkäse. Und Weißkäse, sagt sie, der schmeckt ganz lecker, den fühlt sie gut. Naja, klar. Also, alles zusammen, was hier zu sehen ist, 80 Lira. Und umgerechnet in Euro, ne, weil einige gibt es ja mehr in den Kommentaren, schreiben sie es ja, dass sie das nicht rechnen können, hier von hier 80 Lira 1 zu 10 auf 8 Euro. Ne, also 8 Euro, ne, Wechselkurs 1 zu 10. Alles zusammen. Dann bis zum nächsten Mal.